Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Barbecue Tina. Heute wird's ganz verrückt. Heute zeige ich euch einen Chopped Big Mac Burger. Was Chopped heißt, wie es funktioniert und so weiter, seht ihr gleich nach dem Intro und dann stelle ich euch erstmal die Zutaten vor. Ihr braucht dazu ein Gewürzgürkchen und ein bisschen Saft, dann Cheddar natürlich, Zwiebel, ein Rinderpatty, das hat jetzt gleich 200 Gramm, deswegen brauchen wir nicht zwei, das wird ja eh gleich bearbeitet. Ich habe hier Salatherzen, natürlich ein mega Burger Bun, Big Mac hat ja mal zwei Böden, einmal Ketchup und Mayo und wie es funktioniert, zeige ich euch gleich. Ihr werdet gleich sehen, warum ich das relativ grob belasse. Einmal das Gürkchen hier so rein. Die Zwiebel ähnlich grob. Müssen wir jetzt gar nicht so einen Affentanz machen. Wobei, hier brauchen wir auch nur eine halbe. Zack, zack, zack. Zack geht hier gar nichts. Schön, wenn es mal schnell gehen würde, aber... Dann schneiden wir hier einfach grob ein paar Ringe drunter. Und genauso machen wir das mit dem Salatherzen. Einfach ein bisschen grob. Das war's jetzt schon. Jetzt grill ich kurz das Patty weg und dann geht's gleich weiter. So. Patty ist fertig mit Käse. Jetzt kommen alle Zutaten, alles, was wir für den Big Mac brauchen, inklusive Gurkensaft, ungefähr ein Esslöffel Ketchup und natürlich Mayo. Ups. Hey, Freunde. Aha. Und jetzt geht das los. Na, was sagt ihr jetzt? Verrückte Nummer, oder? Jetzt machen wir es mal richtig schön klein. Das duftet aber schon wie beim goldenen M, Freunde. Ein bisschen. Das war's auch fast. Ich ziehe hier einmal nochmal vor. Ups. Verluste gibt's immer. Und jetzt können wir auch schon den Big Mac anrichten. Guck mal, wie schnell das geht. Zack, erste Schicht. Da ist er. Mega. Schnitt. Und dann müssen wir das ganze Ding ja auch noch mal probieren, ne?
Burger. Das schmeckt so, so, so gut. Unbedingt ausprobieren. Schmeckt richtig gut. Richtig schnell gemacht. Zack, zack, zack. Sehr zu empfehlen. Von daher, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Einfach mal probieren. Und ja, lasst ein Abo da, Kommentar und einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.